Was der Adler für die Staatsgewalt, ist der Kapaun für die Grenzgänger, der geborene Wappenvogel. Er muss über die Grenze hinüber und wieder zurück, damit es ihn überhaupt gibt. Halt, stehen bleiben, ich schieße! Gibt es so etwas wie natürliche Grenzen? Hohe Berge zum Beispiel? Aber was ist natürlich an einer Grenze mitten durch eine Region wie Tirol? Und was ist natürlich an dieser Grenzlinie in groteskem Zickzack? Da ist Griechenland und da ist Türkei, ne? Wir haben schon gewusst, dass da in Vilgraten Schmuggler sind. Hauptsächlich in Vilgraten. Wir können ja nicht einmal zu Fuß drüber gehen, denn selbst wenn man über einen Punkt geht, verletzt man ja in einem gewissen Bereich schon den deutschen Luftraum. Guck mal her, jetzt kommt der Killer, jetzt kommt ein Satansorgan. Der Italiener, wenn er eine Frau signalt, sieht er die ganze Welt und sie ist anders nichts mehr. Die haben ganz ein anderes Blut wie mir. 360 Kilometer lang, stammt aus Frankreich, kein Rostig. Wir hätten sie müssen direkt oben erwischen, aber das ist nie geschehen, leider. Für damalige beste Zwecke, am besten Qualität, selbstverständlich. Geschäft ist Geschäft, Menschenrecht ist Menschenrecht. Geil, ich bin da mit.